Herzlich willkommen zur 61. Folge Simutrans mit dem Felix. Hallo. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal eine Linie. Und ein Schiff drauf, bevor wir die Züge runternehmen. Ah, da bin ich jetzt blöde. Nein, das ist richtig. Scheint doch. Endlich sieht er es ein. Oh, Jetzt mein hat es Gott. gecheckt. So, von da nach da. Und das ist dann die Linie Getreide. Übergabe. Das ist dann auch hier die Kohle. Übergabe. Habe ich die jetzt auf 100% gestellt? Ja. Schiffe, landwirtschaftliche Güter, Getreideübergabehafen, Start. So, ich habe ein Schiff drauf. Schon seit einer Linie. Viertelstunde. Gut, dann können wir nämlich jetzt die Züge da wegnehmen. Getreidemühle Facher, Linie ändern, einfügen, von da, löschen, 100%. Auf. So, jetzt sollten die alle umspringen, theoretisch. Ne, ich stehe noch mit Güterübergabe. Ja, weil Maya ja noch hinfahren. Meine sind ja noch vollgeladen auf dem Weg. Das heißt, wenn ich sie jetzt entferne, bringt mir das herzlich wenig. Ja doch, die drehen dann einfach um. Und bringen das wieder zurück. Also, solange sie es auf dem Weg entladen, ist ja alles gut. Im Und La wieder im in La sich beladen. Ach so, verdammte Axt, jetzt habe ich natürlich gerade aus Versehen meine ganzen Kohleschiffe runtergeschmissen. Aus Versehen. Shit, gut. Kohleübergabe. Bleiben wir jetzt mal drauf. Ich glaube 7. Quatsch, 7. Ich glaube 10 Stück reichen da vollkommen aus bei Kohle. Glaube ich. Wobei die jetzt gerade wieder völlig ausrasten, ne? Die sind halt arschlangsam, deshalb lasse ich lieber 20 Stück drauf. Dann stehen die halt rum bei mir im Hafen, dann ist es so. Ja, recht hast du schon. Wenn du sie auf 100% beim Übergabedingsen stellst, ist es ja scheißegal, also ungefähr. So, und jetzt landwirtschaftliche Güter. Wie hast du darauf geschmissen? Glaube auch 20, aber einfach nur mal zum Gucken. Ja, mal ein bisschen was im Lager drin. Scheiß drauf, 20 Stück, passt. Eigentlich brauchst du weniger als ich. Kannst locker 5 bis 10 weniger packen bei der Strecke, die da meine länger sind. Meine haben allein nochmal das Stück hinten länger, was du da oben nochmal hast, ungefähr. Deine Aufstrecke ist ja genauso lang wie meine Strecke, nochmal ein doppeltes Ding drauf, so ungefähr. Wenn man sich das so anguckt. Stimmt. Also eigentlich reichen bei dir vermutlich 10, aber. Weil deine theoretisch gesehen doppelt so oft fahren sollten wie meine, aber wenn wir merken, würde ich behaupten. Ah, ich gehe mal auf 15 runter. Guck mal, die machen jetzt noch mit einem Schlag gleich 10.000, die sie da wegbringen. Na, schauen wir mal, ob das eventuell mehr Kohle bringt.
gut. Fakt ist, jetzt habe ich schon wieder so viel Geld ausgegeben. Ich hoffe nur, dass dann rechtzeitig mal meine ganzen Zügel hinten angekommen sind. Ich habe den Zug um das Doppelte erweitert und das Doppelte mit Post. Und trotzdem sind es 2.500 Postsäcke da drin. Das kann doch nicht sein. Na gut, jetzt habe ich ja natürlich auch da eine deutlich geringere Strecke. Das heißt, ich denke mal, ich könnte jetzt mit Sicherheit auch so den einen oder anderen. Theoretisch könnten dann doch meine Lachs-Textilfabrik-Viecher könnten sich doch jetzt auch hier unten ein Kohlekraftwerk beladen. Kohlekraftwerk da auf 100% und dann kannst du doch da raus. So, Getreide. So, nehmen wir da mal Merkt 5. das direkt, wenn man mal was umstellt in diesem Scheißspiel, ey, es ist zum Kotzen. Wieso? Vormonat hast du 1 Million Betriebsgewinn, jetzt 100.000. Du merkst es so hart, wenn du einmal irgendwo eine Fabrik voll fährst und dann wieder Züge runterschmeißt, ungefähr. Ja, ganz speziell merkst du es halt bei Kohle. Weil du musst bedenken, guck mal. Der dicke, fette Kohlezug da, der nimmt einfach mal 836 mit. Ein dicker, fetter Ölzug nimmt gerade mal 400 mit. Ein dicker, fetter Stückgutzug von der gleichen Länge nimmt gerade mal 200 mit. Da hast du keine Chance. Das ist ja das Traurige. Schöne ist, dass jetzt irgendwie die sich das gedacht haben, dass es eine tolle Idee ist, zu sagen, oh, wir fahren mal Kohle von schätzungsweise Bergwerk 3 in diese Anlieferung rein, die kann dann der andere Zug wieder mitnehmen zur Kokerei, die da Koks anliefern. Kannst Das heißt, da du, wartet jetzt Kohle drin. ja, kannst du mir mal ganz kurz einen Gefallen tun? Gehen wir mal hier auf Finanzen. Jahresbetriebsgewinn nur von Schiffen. Jahresbetriebsgewinn nur von Schiffen. Vierhundertfünfzigtausend letztes Jahr und dieses 55 rum bei. Okay, dieses letztes Jahr 430.000 und dieses Jahr minus 5.000. Gut, aber machen Betriebsgewinn, wenn dann meine Schiffe auch mal wieder fahren. Da warst du deine ganzen Züge da jetzt schon voll? Da lädt nur Flachs aus, ne? Nur noch Flachs hier, voll das Flachs. Felix, mein Kohlekraftwerk ist gleich leer. Schön, das liegt dann aber eher weniger an mir. Weil bei mir stehen noch Züge drinne, also. Überfährt, aber wo ist denn die Kohle? Die 18.000, die angeblich unterwegs sein sollen schon. Naja gut, noch ist ein bisschen Ja, Kohle auf dem da. Weg. Meine Schiffe sind jetzt alle aus dem Ding raus. Also irgendwie fallen jetzt auf einmal doch wieder 20 Dinger. Frag mich nicht warum. Ja gut, weil er jetzt gerade anfordert. Er fordert jetzt gerade von allen Bergwerken an. Das heißt, bei Kohlebergwerk 3 da hinten dürfte wahrscheinlich jetzt über Fernheitskraftwerk 1 Anlieferung. Die Überfernheitskraftwerkanlieferungen sind die, die zur Kokerei wollen, im Normalfall. Achso, das heißt, die fahren, nehmen das da mit, bringen das da rüber und bringen das dann da hinten hin.
Ja, ich habe den schon eigentlich angeboten gehabt, da eine Linie. Ich hatte eine Linie von 3 zu 2 rübergebaut eigentlich. Aber meine Dinger standen dann da und wollten nicht. Okay. Da habe ich mir gedacht, wenn die nicht wollen, dann nicht. Ja. Ist richtig so. Was ist denn hier kaputt? Hallo? Wildberg Tram 2. Was ist denn für ein Auftrag hier? Was ist denn mit Wildberg Tram 2 los? Wildberg Tram 2 sagt's. Moment. Triebwagen Braunschweig. Das ist der hier. 30 km/h. Wir haben neuen Triebwagen. Die Straßenbahn. Die T24 elektrisch. Die einfach mal doppelt. Die fährt auch 30 km/h, aber hat dann statt 35 schafft sie 60 Passagiere. Aber ich glaube, das lohnt sich für unsere Verhältnisse noch nicht. Stellen lohnt sich das bei mir, ja, aber nicht überall. Warte mal, stimmt, die hatten noch eine andere Lok bekommen. Da stand doch noch irgendwas drin. E52, die da. Eine Elektrolok mit 90 km/h, 1600 kW. Okay, die fängt sich jetzt so langsam an zu lohnen. 236. Und die andere Lok ist 403. Oh, die fährt natürlich dann auch 140. Aber jetzt mal nur ganz böse gesagt, man nimmt jetzt diese Lok und nimmt dann Passagierwaggons. Aber wir hätten auch noch einen Passagierwaggon neu bekommen, oder nicht? Straßenbahn. Lokalbahn waren erste, zweite Klasse. Das ist der da. 30 Passagiere. Okay, der bringt nichts. 64er. Wir haben aber nicht nur den mit 59 Passagieren bekommen, sondern auch einen mit 70. Wir Wo? haben mehrere, wir haben zwei bekommen bei den Trams. Und wir haben auch zwei für Post bekommen, einen mit 90 und einen mit 120. Ja. Aber ich muss gerade mal was anderes ausprobieren. Welche nutze ich denn jetzt im Moment? Welche die hier muss sein, ne? Moment, das ist. Wir haben nicht zwei bekommen, sondern wir haben einen bekommen. Das ist das eine Teil. Der mit 59 ist die Lok sozusagen und die anderen sind einfach die Wagen. Das heißt, du kannst dann mehr oder weniger einen Zug bauen. Der erste hat 59 und die anderen haben dann immer 70 bei Personen. Bei dem Post ist es so, dass der Triebwagen warum auch immer mehr kann als die Anhänger. Guck mal, minimale Haltlänge 3. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch 5 Wagen auf Haltlänge 3 mache, schafft der 300 Leute weg, ne? Und wir haben tatsächlich Albatros L58. Ah, das ist ein Post. Ein Postflugzeug mit 5 und 6 Säcken Post. Ja, macht hier überhaupt gar keinen Sinn. Wo fährst du denn hier rum? Warum fährst du da hinten rum? Hast du Langeweile oder was?
Na gut, mach mal. Wie viel kostet es, Stromleitung über Schienen zu legen? Stromleitung über Schienen zu legen. 20 Cent pro Kilometer, ne? Ja, bei 120 km/h 20 Cent. Ja, die brauchen wir ja, wenn wir Güterzüge machen wollten, wenn nur. Mach das. Die Frage ist, lohnt sich das bloß überhaupt irgendwo noch, weil wir jetzt alles auf Schiffe umgestellt haben? Na ja gut, die Schiffe müssen ja auch beladen werden. Also ich sage mal so, deine Kohlegeschichte da unten. Ja, Kohle muss ich machen, klar, aber Getreide ist ja. Getreide könnte ich eigentlich gefühlt alles, was existiert, was zu Getreide hingeht, was Schienen ist, eigentlich wegreißen und nur den Bahnhof halt wegen Lagerplatz stehen lassen. Das würde ich mir überlegen. Da wird noch ein bisschen mehr kommen. Aber dann kann ich später wieder aufbauen. Dann habe ich wenigstens aber Betriebskosten nicht, oder habe ich die nicht, solange die nur stehen. Das ist minimal. Du musst aber jetzt eigentlich genauso wie ich um alle Güterzüge. Warum? Du hast gar keine Option. Unsere Lok, die Badische 4, Warte, die lass mich auch kostet. mal. Ja, die kostet halt die Hälfte oder knapp die Hälfte. Ja, nicht nur das, die fährt aber auch nur die 90 km/h, die wir maximal können. Das heißt, du hast nicht 60 km/h, die du verschwendest, sondern nur noch 10. Von der Kraft her ist sie sogar einen Ticken stärker. Die kostet aber fast 2 Cent weniger pro Kilometer. Du hast eigentlich gar keine andere Option, als das zu machen. Vor allem musst du auch keinen Beiwagen hinten ranhängen. Der Beiwagen kostet ja auch nochmal seine, was weiß ich, welcher das ist, aber seine paar Cent dazu. Das ist der da, der 62 Cent. Das Ja, heißt, du das bist heißt, du nur hast mit alleine. 4,65 bist du in der Lok. Ja, und die Lok kostet 2,36 plus 20 für Strom. Das heißt, du bist bei der Hälfte. Das muss man eigentlich machen. Du hast eigentlich gar keine andere Option. In So, meinen Augen. und dadurch, dass natürlich relativ viele Güterzüge mittlerweile auch über die Hauptstrecken fahren, könntest du das theoretisch auch bei deinen Zügen machen. Richtig. Kann man Schienen nicht wieder runtergraden? Runter, nee. Abreißen, neu bauen. Was ist das denn für eine unnötige Scheiße? Warum kannst du nicht runtergraden? Keine Ahnung. Blöde Frage, ne? Wie funktionieren diese einseitigen Stromschienen? Beziehungsweise, was ist der Unterschied zwischen einer einseitigen und einer zweiseitigen Stromschiene? Das ist, wenn du später kriegst du noch Straßenbahnen oder allgemeine Fahrzeuge, die brauchen extra Gleise.
Bei der einseitigen Strommaschine hast du halt wie eine ganz normale Zugstrecke und hast innen drin noch eine zusätzliche Schiene, die halt den Strom transportiert. Und bei der beidseitigen Strommaschine hast du halt, da läuft der Strom zwischen beiden Seiten durch. Aber unsere Züge könnte man nicht damit versorgen. Die aktuellen, nein. Die brauchen Oberleitung. Ich bin halt am Überlegen, wie ich es hinbekomme, Hinbekommst. dass der nicht automatisch die verdammten Eier zum Markt weiterkarrelt. Ich brauche die Eier hier, ich brauche die Eier für die Bäckerei. Wenn jetzt gleich der Strom die Grätsche macht. Und es kommt sogar wieder was an. Ich würde gerne mal wissen, wie viele. Okay, landwirtschaftliche Güter ist klar. 2, 4, 5. Okay, bei mir stehen noch 5. Kohlekarren. Darum. Da kommen aber zwei an. Dann stehen nur drei da. Dann wäre das grundsätzlich schlecht. Was das für einen Unterschied macht, ne, dein Schiff. Ein volles Schiff Kohle bringt 9,2 und ein volles Schiff Koks bringt 10,6. Bei Ja. dir. Das ist eigentlich schon Wahnsinn, ne? Leider war ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sträube mich aktuell immer noch komischerweise. Gegen den Strom. Ich weiß nicht warum. 2700 Paletten Zucker. Alles klar. Ich bringe ja auch. Ich bringe nur 198 weg. Da kommt Zuckerrüben. 18.000, wenn du einmal fährst. Aber eigentlich müsste ich es umbauen. Oh Felix, gleich gibt's Geld. Deine landwirtschaftlichen Frachter kommen gerade an oder sind kurz davor anzukommen. Bin mal gespannt, was du fahren. Du hast 20 Stück jetzt fahren, ne?
Bin mal gespannt, was so ein Teil bringt. Und vorhin, was der mit. Gut, der braucht 2 Monate für eine Strecke, ne? Aber ich bin echt gespannt, was der macht. Mal guck mal, wenn er 2 Monate lang fährt, dann hat er 6000. Oder nee. 2, 7, 4, 5, 4. Das heißt, wenn er mindestens 5, 4 Einer macht. Dann fährt er auf jeden Fall zumindest und macht 15.000. Alter. Jetzt macht Fes gerade mega beim Betriebsgym wahrscheinlich. Ich glaube, du hast gerade auf einen Schlag 300.000 gemacht, kann das sein? Sie nicht. Ich mache gerade andere Dinge, als meine Züge zu beobachten. Was macht er denn schon für so schöne Dinge hier? Ja, nichts Schönes, das ist ja das Problem an der ganzen Geschichte. Ich habe gesehen, da ist gerade irgendwas passiert, aber ich weiß nicht, was du machst. Umbauen. Und Fehler beheben. Wo denn? Ja, wo kannst du Strecke umbauen? Ja, wo brauchst du denn gerade? Ja, eine Kreuzung, die irgendwo im Nirgendwo steht. Da wo das Geld ploppt, sieht man doch. So, jetzt habe ich gesehen, da war gerade noch eine Schiene, jetzt ist ja keine Schiene mehr. Ach so, du baust zurück. Baue hier wieder hin, nachdem ich aus Versehen hier irgendwo gezogen habe und einseitige Stromschienen verlegt habe. Oh, Scheiße, okay. Schön, das macht Spaß. Dass ich dachte, oh, er hat hier irgendwo hingeklickt, jetzt liegen wir in dem ganzen Bereich von vorne bis hinten einmal überall was hin. Okay. Wieso hadere ich die ganze Zeit immer noch mit mir? Mit dem Strom. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Gründerzeit durch Gasthof bei Havelse entstehen 3 weitere Fabriken. Echt jetzt? Hoffentlich alle bei dir. Wo ist der verkackte Gasthof? Mitten da rein, du verkacktes Arschloch! Bier, Wein, Fisch, Fleisch, Konserven, Obst, Backwaren. Du willst auch Backwaren haben. Lieferanten, Brauerei. Die Brauerei ist in Schiltach. Die will vom Felix Getreidehof Gerste und Hopfen haben und einen Hopfenbauer, der bei mir ist. Die Henne. Felix, ich brauche mehr Getreide. Kommst du, sobald ich mal hier irgendwann fertig bin? Ich werde wahnsinnig. Bist du es noch nicht? Oh. Aber doch, das ist jetzt eine Industrie, die kostet jetzt richtig. Steht eigentlich irgendwas davon auf meiner Seite? Der Getreidehof. Ja, aber ich meinte jetzt eigentlich mehr so von produktionsmäßig her, nö, ne? Alles mit Nee, deiner, ha? alles mitten in der Stadt. So, und jetzt gucke ich mal ganz kurz in die Warenliste rein. Geil. Bin damit überlegen, ob ich die tatsächlich aufbaue.
Das Zeug würde mich jetzt wahrscheinlich wieder so ungefähr 10 Millionen kosten. Und mein Betriebsgewinn wahrscheinlich nochmal um 100.000 verringern. Klingt Gerstenmark. vielversprechend. Irgendwo bimmelt hier gerade mein Handy. Schön, dass es bimmelt. Ich kann dir aber nicht sagen, wo es bimmelt. Ja, ich auch nicht. Aber was können wir vielleicht aus der Tasche gefallen? Ah ja, ist Papier aus der Tasche gefallen. Was wird denn? Dürüm, Hähnchen, Salat, weiße Soße. Alles klar. Bitte was? Dürüm, Hähnchen, Salat, weiße Soße. Na dann. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Nachricht sagen soll, aber auf jeden Fall hört sich das an nach folgendem. Na dann. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.